Ich grüße Sie ganz herzlich hier oben auf dem Fürstenberg. Mein Name ist Veronika Albiker und Sie dürfen gerne mit mir einen Rundgang über diesen Berg machen mit dieser außergewöhnlichen Geschichte. Jetzt erstmal zur Frage, warum heißt denn der Fürstenberg Fürstenberg? Der Fürstenberg ist der vorderste Berg der Baaralb. Im früheren Sprachgebrauch nannte man ihn der fürderste Berg und so hat sich das sprachlich gewandelt in Fürstenberg. Wenn ich so bei den Leuten in die Runde frage, dann sagen die meisten, ha, der heißt so wegen dem Fürst, aber der Berg hat dem Adelsgeschlecht den Namen gegeben und nicht umgekehrt. Wir oder der Berg steht auf der Gemarkung Hüfingen, ist 918 Meter hoch und besteht aus einem weißen Jurakalk. Das hat später dann nochmal eine Bedeutung. Im ungefähr 10. Jahrhundert wurde hier oben eine große Burg gebaut, wie man hier auf dem Bild sehen kann, mit großer Ringmauer, einer Burg und einer Ackerbürgerstadt. Seit 1250 war hier oben dann ein Nachkomme des Zähringer Geschlechtes und nannte sich Graf Heinrich zu Fürstenberg. Im Jahr 1275 erhielt die Stadt auch die Stadtrechte von König Rudolf und diese Stadtrechte hatte Fürstenberg auch inne bis zur Gemeindereform 1971. Bis dorthin war Fürstenberg die zweitkleinste Stadt in Deutschland. Fürstenberg besteht aus einem weißen Jurakalk und da gibt es keine wasserführenden Schichten. Und deshalb hatten die Bewohner hier oben seit jeher ein Problem mit Wasser. Es gab hier oben kein Wasser. Das Wasser musste transportiert werden mit Eseln und zwar von der nächsten Quelle, die stand in dem Weiler Schächer. Das ist ungefähr ein Kilometer von hier und steht so auf halber Höhe des Berges. Jedes Haus hatte mindestens einen Esel und das erste Tagwerk, was die Bewohner hier verrichten mussten, war Wasser holen an der Schächerquelle. Das wenigste Wasser wurde sicherlich für die Körperpflege benutzt. Das Wasser wurde verwendet zur Tränke des Viehs und außerdem musste jedes Haus einen großen Behälter mit Wasser vorhalten, im Falle, dass es mal brennen würde, damit man das Feuer auch schnell löschen kann. Im Jahre 1504 residierte hier oben auf der Burg ein Graf Wolfgang zu Fürstenberg. Und er wollte dann diesem Wassernotstand ein Ende setzen. Er ließ hier an dieser Stelle einen Brunnen bauen. Und dieser Brunnen war 60 Meter tief, sage und schreibe 60 Meter tief. Wenn man sich das vorstellt, zu dieser Zeit war das mit Sicherheit eine ganz große Baustelle und sehr aufwendig mit den Mitteln, die die Leute damals zur Verfügung hatten. Dieser Brunnen hat natürlich auch diesen Wassernotstand gelindert und alle Leute, die hier oben auf Besuch kamen, kamen zu diesem Brunnen, der war eine richtige Sensation. Die haben brennende Strohbüschel runterfallen lassen, um zu erkunden, wie tief dieser Brunnen war. Dieses Glück, dass dieser Notstand hier oben beendet war, dauerte leider nur etwas mehr als 100 Jahre. Im Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 48. Das war also eine ganz, ganz schlimme Zeit und für die Fürstenberger Bewohner war es eigentlich egal, ob jetzt feindliche Truppen durchgezogen sind oder
eigene Truppen die Speisekammern und das Vieh wurde ausgeplündert sowieso. Vor dem Dreißigjährigen Krieg lebten hier oben 250 Personen und nach dem Dreißigjährigen Krieg leider nur noch 140. Die Bevölkerung war sehr dezimiert und war auch krank und gezeichnet vom Krieg. Sie hatten keine Kraft mehr. Im Kriegsgewirr wurde dieser Brunnen unbrauchbar gemacht. Und die Leute waren ausgezehrt und gezeichnet von Krankheit. Und sie hatten nicht mehr die Kraft, diesen Brunnen wieder in Gang zu setzen. Und so mussten die Fürstenberger wieder mit ihren Eseln an der Schächerquelle ihr Wasser holen. Und seit jeher haben die Fürstenberger auch einen Spitznamen, und zwar Bergesel. Das haben die Fürstenberger natürlich nicht so gerne gehört. Vor ein paar Jahren haben dann aber die Fürstenberger aus der Not eine Tugend gemacht und haben einen Narrenverein, und zwar die Bergesel, gegründet. Und so lebt jetzt diese Geschichte mit den Bergeseln weiter. Ein wichtiges Thema oder Datum hier oben auf dem Fürstenberg war Karfreitag 1525. Zu dieser Zeit hatten die Lehensherren oder die Obrigkeit ganz oft in Willkür gehandelt und hat von den Untertanen sehr viel abverlangt. Sie haben sich geholt, was sie wollten, an Ware, an Mensch und an Vieh. Dagegen hat sich ein Hans Müller aus Bulgenbach aufgelehnt. Bulgenbach liegt zwischen Bonndorf und Waldshut und er hat ein paar viele Bauern um sich geschart. Der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat, war, dass eine Prinzessin von Stühlingen von ihren Untertanen verlangt hat, dass sie mitten in der Heuernte für sie Walderdbeeren sammeln und Schneckenhäuschen, damit sie ihre Wolle aufwickeln kann. Und so kam es, dass am Karfreitag Hans Müller aus Bulgenbach mit seinem Bauernhaufen von Bonndorf hier zum Fürstenberg kam und die Burg erobern wollte. Der Graf und seine Familie hatte da schon was gerochen und hat sich in Sicherheit gebracht. Er hat ein paar Dienstherren beauftragt, die Burg zu verteidigen, was ihnen allerdings nicht gelang und am Abend wurden dann die Tore aufgemacht, die Stadt hat sich ergeben und die Leute wurden mit Essen und Trinken versorgt. Und seit diesem Karfreitag 1525 war kein Graf von Fürstenberg mehr hier oben auf dem Berg in seiner Burg. Erst 200 Jahre später, 1723, hat dann Fürst Josef Wilhelm Ernst in der Donaueschingen die Residenzstadt des Fürstentums Fürstenberg errichtet. Und nun kommen wir zu einem ganz schicksalhaften Datum für die Menschen und das Leben hier auf dem Fürstenberg, der 18. Juli 1841. Der Sommer 1841 war ein ganz, ganz trockener Sommer. Und an diesem Tag blies ein ganz starker Nordostwind. In der Nacht zu diesem 18. Juli wurde im Haus des Schmieds ein Kind zur Welt gebracht, das kurz nach der Geburt verstarb. Und so ging der Pfarrer noch vor dem vormittäglichen Gottesdienst zu diesem Haus mit seinem Weihrauchfass, um dieses Kind einzusegnen. Durch diesen heftigen Sturm, der wehte, flogen glühende Kohlen aus dem Weihrauchfass auf das Holzschindeldach, das trockene Holzschindeldach.
Und so kann man sich vorstellen, dass mit diesem Wind und diese glühenden Kohlen gleich ein großes Feuer entfacht wurde. Es gab einen großen Funkenflug, der auf die anderen Häuser überging. Und so ging eine richtige Feuerwalze über das ganze Städtchen und hat ein Haus nach dem anderen abgebrannt, bis auf die Grundmauern. Und die Leute mussten voller Schrecken zusehen, wie ihr Hab und Gut vor ihren Augen abbrennt, weil es nicht genügend Wasser gab, um dieses Feuer zu löschen. Es wurden 52 Familien obdachlos, ein dreijähriges Kind starb in den Flammen, eine Kuh, zwei Kälber und fünf Schweine waren auch Opfer des Brandes. Die Bewohner von hier oben auf dem Fürstenberg kamen dann in den umliegenden Gemeinden unter, also in Rebböhringen, in Hondingen, in Neudingen, Sumforen, Bela und Hausen vor Wald. Es wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen und es kamen großzügige Spenden zusammen und die Fürstenberger haben sich dann ganz schnell entschlossen, ihr Städtchen wieder aufzubauen, aber an einem geologisch günstigeren Standort, wo es einen Brunnen gab. Und deshalb steht Fürstenberg jetzt an der Schulter des Berges, an einer Wasserstelle. Sogar nach einem Jahr ungefähr konnten die ersten Häuser wieder bezogen werden. Auch haben die Fürstenberger das Baumaterial für ihre Häuser, die sie dann weiter unten gebaut haben, hier oben geholt aus den Brandruinen und mit diesen Steinen ihre Häuser wieder aufgebaut. Ich lade Sie ganz herzlich ein, mit mir hier oben auf dem Fürstenberg einen Rundgang zu machen auf dem historischen Pfad. Der historische Pfad wurde im Jahre 2012 im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg errichtet und wurde gesponsert von Naturpark Südschwarzwald und der Stadt Hüfingen. Es warten viele spannende Anekdoten und noch weitere Geschichten auf Sie, unter anderem auch das Wunder von Fürstenberg. Sie dürfen gespannt sein.